Shundasana ist die Rüsselstellung. Es gibt einige Asanas, die als Rüsselstellung bezeichnet werden und es gibt unterschiedliche Namen für Rüssel. Annika zeigt eine der Variationen, Shunda eben Rüssel. Ausgangsposition ist die stehende Haltung mit Füßen etwas auseinander. Und jetzt lasse einfach den Kopf locker hinunterhängen. Du kannst dabei die Hände auch locker hinunterhängen lassen. Du kannst dabei die Handrücken zum Beispiel auf den Boden geben. Und so kannst du dir vorstellen, Kopf und Rumpf sind so wie der Rüssel eines Elefanten. Sie hängen locker hinunter und sind ganz entspannt.